Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Wanderung, und zwar der Kreativwanderung. Heute dreht sich alles um das Tier des Jahres 2024, den Igel. Mein Name ist Captain Joe von Abenteueroase und ich lade euch ein, die Natur mit anderen Augen zu sehen und eure Kreativität zu entfalten. Also schnappt euch Stift und Papier und lasst uns auf Entdeckungsreise gehen. Der Igel ist ein faszinierendes Tier, das in weiten Teilen Europas zu Hause ist. Heute werden wir nicht nur mehr über den Igel erfahren, sondern auch unsere Kreativität schärfen, indem wir schreiben, malen und gestalten. Also, los geht's! Hier ist unser erster Halt. Schaut sie euch in Ruhe an und nehmt die Umgebung in euch auf. Der Igel ist oft in Gebieten wie diesen anzutreffen, in Wäldern, Hecken und Gärten. Aber bevor wir tiefer in seine Welt eintauchen, lasst uns eine kreative Aufgabe angehen. Die erste Aufgabe: Beschreibe in wenigen Sätzen die Geräusche, die du gerade hörst und was sie dich fühlen lassen. Für die heutige Wanderung habe ich mir ein kleines Büchlein angelegt und da werde ich jetzt meine Notizen reinschreiben. Deswegen nehmen wir uns jetzt einen Moment Zeit und lauschen der Natur. Diese Übung hilft uns, unsere Sinne zu schärfen und die Natur intensiver wahrzunehmen. Kommen wir nun zu meinen Eindrücken, die ich mir aufgeschrieben habe. Der Wind der Bäume umweht mein Gesicht und kühlt, denn heute ist es wieder sehr warm. Im Wind knacken leicht die Bäume. Ist es hier sicher oder könnte es hier gefährlich sein? Und der dritte Punkt: Verschiedene Vögel zwitschern ein kleines Konzert, wie ein Kaffeeklatsch mit guten Freunden. Während wir weiter wandern, lasst uns ein bisschen mehr über unseren kleinen, stacheligen Freund erfahren. Seine Hauptnahrung besteht aus Insekten und Wirbellosen, aber auch Schnecken und Würmer stehen auf seiner Speisekarte. Also, der Igel ist eigentlich ein gern gesehener Gast, auch in einem Gemüsebeet. Grundsätzlich ist der Igel nachtaktiv, das heißt, tagsüber verbringt er seine Zeit in einem guten Versteck. Und was passiert, wenn ein Igel in Gefahr gerät? Der Igel rollt sich zusammen, und zwar so, dass seine Stacheln ihm einen Schutz bieten. Die Stacheln sind übrigens seine Haare, und wie bei uns Menschen sind sie aus Keratin. Aber sie sind hohl und ziemlich fest, und deswegen tun sie auch ganz schön weh. Sehr schmerzhaft für jeden, der ihnen zu nahe kommt. Stell dir vor, du bist ein Igel auf Nahrungssuche. Was siehst du und was erlebst du? Male und schreibe es auf. Diese Übung lässt uns in die Perspektive des Igels schlüpfen und die Welt aus seiner Sicht betrachten. Nimm dir Zeit für diese Aufgabe. Es geht nicht darum, das perfekte Bild oder den perfekten Text zu erstellen, sondern darum, deine Gedanken und Einflüsse frei fließen zu lassen. Thank you.
Ich habe mir Gedanken aufgeschrieben und ein paar lese ich euch jetzt schon mal vor. Laub, Laub, aber kein Essen. Wann regnet es mal wieder? Ich habe Heißhunger auf Schnecken. Schnecke oder Salatkopf? Das ist hier die Frage. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr aufgeschrieben habt. Der Igel ist auch ein Meister der Überwinterung. In den kalten Wintermonaten rollt er sich in seinem Versteck zusammen und senkt seine Körpertemperatur, um Energie zu sparen. Aber leider sind Igel durch den Verlust ihrer Lebensräume, den Einsatz von Pestiziden und den Straßenverkehr stark gefährdet. Deswegen ist die nächste Aufgabe, ein Gedicht zu verfassen, das die Bedrohung beschreibt, denen der Igel ausgesetzt ist. Und natürlich nutzen wir die Natur um uns herum, um uns inspirieren zu lassen. Mein kurzes Gedicht befasst sich mit den Igeln im Straßenverkehr. Die Teilnahme am Straßenverkehr fällt Igeln schon grundsätzlich schwer. Woher sollen sie auch die Regeln kennen? Sie können nur fliehen oder rennen. Auch wenn diese Aufgabe kein fröhliches Gedicht werden kann, so ist sie doch unfassbar wichtig. Denn zum einen fördert es das Bewusstsein mit Umweltthemen und zum anderen die kreative Auseinandersetzung mit schwierigen Themen. Gerade weil die Igel so gefährdet sind, ist es umso wichtiger, dass wir die Tiere schützen und ihnen helfen, in eben einem urbanisierten Raum, also im städtischen Raum, zu überleben. Vielleicht inspiriert euch das ja zu folgender kreativen Aufgabe. Überlege dir, welche Superkräfte der Igel haben könnte, um sich zu schützen. Und welche Tiere und Gegenstände ihn dabei unterstützen könnten. Vielleicht habt ihr da ja auch eine praktische Idee, die ihr in eurem Alltag umsetzen könntet. Wir nähern uns dem Ende unserer Wanderung. Aber die Reise der Kreativität ist noch lange nicht vorbei. Ich nehme mir jetzt etwas Zeit und werde versuchen, die Notizen aus den verschiedenen Aufgaben zu einer kleinen Geschichte zusammenzuschreiben. Probier das doch auch selbst aus. Die Fabel vom schlauen Igel und dem Straßenbuffet. Es war einmal ein Igel namens Nadelbert, der in einer Zeit lebte, in der die Welt sich stark veränderte. Denn die Tage waren warm. Fast zu warm und selbst die Nächte brachten wenig Abkühlung. Manchmal wehte der Wind durch die Bäume und flüsterte Geschichten von gefährlichen Orten, während die Vögel wie bei einem kleinen Kaffeeklatsch die Ankündigungen des Windes fröhlich übertönten. Doch Nadelbert hatte ein Problem. Die Nahrungssuche bot nur wenig Auswahl. Nur warum das so ist, konnte sich Nadelbert nicht so richtig erklären. »Laub, Laub, aber kein Essen«, murmelte er und schnüffelte suchend durch das trockene Unterholz. »Wo sind nur die Käfer? Und wann regnet es endlich wieder? Ich habe solchen Heißhunger auf Schnecken.« Eines Tages kam Nadelbert auf seinem Streifzug an eine große Straße. Große Blechkäfer rasten vorbei und er beobachtete etwas Ungewöhnliches, das er so noch nicht gesehen hatte. Am Straßenrand lagen unzählige zerquetschte Insekten. Es sah aus wie ein Festmahl, fertig zubereitet. Der Duft von schmackhaften Käfern und Schnecken stieg ihm in die Nase. »Ein Buffet«, rief Nadelbert begeistert. Die Blechkäfer düsten so schnell vorbei, dass das Speisen an der Festtafel doch eher ungemütlich war. Nadelbert traf abends in einem Straßengraben auf den alten Igel Igmund. Und beichtete ihm, dass er Angst hat, sich am Buffet zu bedienen. Igmund, der schon viel gesehen hatte, antwortete, »Die Teilnahme am Straßenverkehr fällt dem Igel schon grundsätzlich schwer. Woher sollen sie auch die Regeln kennen? Sie können nur fliehen oder rennen.« Nadelbert war verunsichert. Trotzdem war die Versuchung groß, sich einfach den Bauch vollzuschlagen. Doch er beschloss zu bleiben, denn er wollte nicht mehr hungrig durch die Wälder streifen. Und viele andere Igel hatten sich angewöhnt, am Straßenrand zu lauern. Mit der Zeit fiel Nadelbert auf, dass sie faul waren und ihr Leben riskierten, nur für das schnelle Essen. Denn immer öfter hörte Nadelbert von traurigen Unfällen. »Das kann so nicht weitergehen«, dachte er und setzte sich auf seine stachelige Hinterseite. »Ich muss etwas tun.« Aber wie?
Wie die Geschichte mit Nadelbert weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn ihr Lust habt, teilt eure Werke und Ideen in den Kommentaren. Und wenn euch diese Wanderung gefallen hat, dann abonniert gern meinen Kanal für weitere kreative Naturerlebnisse. Also bleibt kreativ und draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.